Hallo liebe YouTube-Freunde, mein Name ist Lobo209 und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ein ganz einfaches Brot herstellen könnt, beziehungsweise Bannock. Also fangen wir mal an. Ihr braucht als erstes Mehl. Dann braucht ihr noch etwas Salz und etwas Backpulver. So, fangen wir mal an. So, als erstes brauchen wir 2 Tassen Mehl. Bei Teelöffel Backpulver. Dann rühren wir das Ganze schön um. Und anschließend noch einen halben Teelöffel Salz. Von den Zutaten her Wasser schon. Dann tun wir jetzt noch 1 Tasse Wasser hinzu. Ja, jetzt kneten wir das Ganze zu einem Teig gut durch. So, nun ist der Teig soweit fertig und jetzt machen wir weiter. So, jetzt geht es an das Backen bzw. Braten des Bannocks. So, nehme ich in mein Föhrchen Gaskocher. Und drücken wir das Bannock ein bisschen platt. Ein bisschen Öl auf den Boden der Pfanne geben. Das Bannock drin schön verteilen. Gaskocher auf keine kleine Flamme. Und jetzt fangen wir das Bannock. So, mein Bannock ist jetzt fertig. Ich nehme es jetzt raus. War ziemlich heiß. Ich
Monaten.